Wie konnte er auch nur so kopflos sein und mit diesem Kerl eine Prügelei beginnen? Als Epileptiker musste dieser ja so ungünstig fallen und sich den Schädel aufschlagen, bemerkte der Mann der alten Frau, die gerade das Fenster schloss. So liegt der arme Freddo unter der Erde, kaltblütig erstochen mit einer Mistgabel von dem Bruder seines Rivalen, entgegnete die Frau wieder und fügte noch hinzu: Mähen erzählt, dass Freddo im Untergrund aktiv gewesen sein soll und dass seine Frau von Dingen weiß, nach denen die Gendarmen schon lange suchen. Lucia, das ist doch Geschwätz, bemerkte der Alte, Freddo hätte doch nicht seine Frau in eine solche Gefahr gebracht. Und warum suchen sie dann nach ihr? Was geht das uns an? Lass diese Angelegenheit wie sie ist, sonst kommen sie auch noch zu uns. Alter Angsthase, fauchte seine Gattin und verriegelte das Fenster endgültig, nachdem sie beobachtet hatte, wie die bewaffneten Männer den Weg zum letzten Haus im Dorf einschlugen, dem Haus der Witwe des ermordeten Freddo.